Und der Leckerlis. Romeo Premium Entenbruststreifen. Das da ist eigentlich gesund, aber es sollte auch nicht zu oft gefüttert werden. Das könnte schon jeden Tag gefüttert werden, aber nicht zu viel. Weil zu viel ist auch nicht gesund, weil das sollte ja nur als Leckerli beurteilt werden und nicht als Hundefutter oder so. Das sollte schon immer jeden Tag nur 1 bis 2 Stück gegeben werden oder 3 oder 4. Man kann den, jeden Tag 5 Stück oder so geben, aber nicht zu viel, weil die werden sonst dick oder sonst was. Weiß ich aber gerade nicht, weil das habe ich jetzt auch erst neu und wollte es mal ausprobieren, wie das so ist, dieses Hundefutter. Oh, der Hundeleckerli. Es könnte ein Dackel, also ein Mittelhund und ein großer Hund fressen. Es ist halt sehr viele Stoffe drin, wo halt auch gesund sein kann. Weil Entenstreifen ist eigentlich immer gesund. Daher kommen wir jetzt mal zum gleichen Punkt. Warte mal. Diese Entenstreifen, die mein Hund liebt es. Wenn er das riecht, kommt er immer her. Aber kleine Hunde müsstet ihr halt aufpassen, weil zum Beispiel bei kleinen Hunden wie bei Chihuahuas habe ich schon mal gehört, weil unser Nachbar hat ja einen Chihuahua oder sowas, da hat er mir mal erzählt, dass halt kleine Hunde auch die Zähne rausfallen. Deswegen sollte man auch immer die Chihuahuas oder so pflegen, weil die Zähne schneller rausfallen oder schlechte Zähne kriegen. Das da wäre gut für Chihuahua und für große Hunde, weil die müsst, bei großen Hunden ist es nicht so extrem, dass die Zähne rausfallen können. Deswegen dürft man denen nur einmal am Tag dieses Dental-Caris-Dix oder ihr tut einfach euer Hund die Zähne putzen. Mein Hund liebt es genauso. Ich gebe denen ja einmal am Tag eins. Langsam. Das ist nämlich gut für die Zähne und das reinigt eigentlich auch die Zähne. Das ist Multifitter. Ab 8 Wochen. Aber das ist auch nicht so viel, nur einmal am Tag, wie gesagt. Dann kommen wir mal zum Fitterkraft. Das mag mein Hund auch sehr gerne. Kaurollen. ...130 Gramm. Das würde ich euch auch empfehlen. Das ist auch eigentlich gesund, weil das ist ja auch, wie nennt man es, Schinkenteil drin oder sowas von der Kuh oder was das ist. Und es wird halt auch gern gefressen von den Hunden. Das würde ich euch empfehlen, weil da sind halt meistens Sachen, gesunde drin, Sachen, aber manche Sachen sind auch nicht gesund drin. Aber eigentlich ist das gesund, das würde ich euch empfehlen, genauso wie das da oder diese Zahnputzreinigung. Das da würde ich euch auch empfehlen. Richtig wichtig für die Zähnereinigung. Da habe ich ja nochmal welche Packung davon. Komme ich meistens immer beschenkt von den Nachbarn. Weil die Chihuahua haben, aber der frisst es nämlich nicht. Als Frister. Weil es für den zu hart ist. Ich habe dann nochmal so Entenstreifen, weil Entenstreifen sind echt gesund. Das solltet ihr echt ausprobieren. Und dann habe ich noch diese Schinken, 72%
Schinken ist eigentlich gesund. Mit 72% frischem Fleisch von Hühner und 15% Kartoffeln. Das würde ich echt euch empfehlen. Das lieben die Hunde. So wird es dann aussehen. Warte mal, das mit dem Schinken. Da ist noch ein offenes. Aber ich würde es euch echt empfehlen, so ein solche Leckerlis, weil die sind eigentlich auch gesund und lecker für die Hunde. Es gibt ungesunde Sachen, das stimmt schon, aber das ist das Wenigste. Das ist eigentlich meist gesund. Weil das Romeo für kurze Zeit, das ist echt lecker. Für denen. Da sind Mineralstoffe drinnen. In dem Mineralstoffen und Vitamine. Glutenfrei. Eiweiß für Wachstum. Kühl und trocken lagern die eröffnete Verpackung nicht in der Nähe von Reinigungsmitteln anheimeln. Und da ist auch Energie drinnen. Gramm. Also ich würde es euch empfehlen. Romeo. So sieht's aus. Der Hund mag das. Oder? Gib Puder. Und das da würde ich auch nur als Leckerli benutzen. Romeo, Vollkorn, Mais, Rind, Karotten. Das würde ich auch nur als Leckerli geben, weil ich habe nämlich festgestellt, wo man das als Hundefutter gibt, dann muss der Hund nämlich richtig viel trinken, ne? Und hat überall hingemacht. Deswegen würde ich es lieber nur als Leckerli benutzen, weil da ist irgendwas drinnen, wo die Hunde dann so viel trinken müssen, dass sie sehr viel aufs Klo müssen. Und überall hin machen. Und waren die Hunde noch in die Wohnung, weil das war, also bei meinem Hund, weil wir haben den, wir waren in Urlaub und dann mussten wir den, weil der ein bisschen älter ist, mussten wir den zu Freunden tun, da hat er das gekauft und das ist halt nicht so gut. Weil das ist nicht gesund. Deswegen nur als Leckerli für einmal am Tag, also könnt schon für unterwegs als Leckerli was geben, wenn die als Belohnung, aber halt nicht als Hundefutter.
Das würde ich jetzt eben nicht gehen, da ist auch Karotten drin und das ist auch nicht gut, weil die Hunde, also Karotten sind immer gut, aber da werden halt die Hunde dick und müssen ganz viel trinken und aufs Klo. Deswegen nicht so viel davon geben, sondern nur als Leckerli. Als Leckerli langt es. Wie gesagt, nur das als Leckerli benutzen. Zusatzstoffe, Ernährungsphysiologie, Zusatzstoffe, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Käufer, Kuffe als Kuffe, so, also das ist Zick als Aminsäure, Jod als Calcium, Farbstoffe, Rohfaser, Fleisch, also Getreide, OA 5%, Vollkorn, Mais, Fleisch und tierische Nebenzeugnisse, OA4 Rind, pflanzliche Nebenzeugnisse, Öle und Fette und Zucker, Gemüse, 4% Karotten, Mineralstoffe. Also das nicht als, das sind Zuckerstoffe drin, das dürft ihr euer Hund auf keinen Fall geben, das habe ich jetzt auch erst gelesen. Aber gibt es am besten nur als Leckerli, für einmalig oder so, aber nicht zu oft. Nur vielleicht einmal in der Woche ein bisschen was davon, aber als, nur als Leckerli, weil das ist nicht gesund. Weil Zucker ist überhaupt nicht gesund für Tiere, das wisst ihr ja. Wichtig ist, wenn man einen Hund hat, jeden Tag frisches Wasser. Aber die Hunde lieben das lieber am Teich zu trinken. Aber wenn ihr keinen Teich habt, ist egal. Aber jeden Tag frisches Wasser aus dem Hahn. Jeden Tag. Weil der Hund hat so viel und solche Sachen und das Wasser wird sehr schnell schmutzig und dreckig, sollte man jeden Tag auswechseln. Besser ist es kaltes Wasser. Und nochmal ein bisschen ausspülen. Weil es ist wichtig, dass man dem Hund jeden Tag frisches Wasser gibt. Zuvor nicht, weil sonst kleckert der Hund und dann geht der Boden kaputt. Und was noch wichtig ist, wenn ihr das kennt, dass der Hund einteilt, das ist normal. Weil ein Hund teilt sich es eigentlich immer ein. Dann, aber trotzdem, wenn es ein bisschen weniger wird, dann tut es einfach nochmal befüllen mit Butter. Aber nicht zu voll, weil sonst frisst der Hund zu viel. Weil so viel kann er nicht, weil so viel können die Hunde nicht so viel. Deswegen immer nicht ganz zu voll. Das ist schon gut so. Welches Hundefutter noch der Hund liebt, ist das da. Geflügel, Rind, Fisch. Das liebt der Hund auch gerne. Das sieht dann so aus.
was die Hunde noch sehr lieb, gerne lieben. Ne? Das habe ich auch mal von meiner eine Nachbarin bekommen. Das essen die auch Frohlich. Geflügel, Gemüse und Reis. Aber auch nur als Leckerli und auch nicht zu viel, weil da ist auch Zuckerstoffe drinnen. Also es ist das Gleiche, was ich hier im Forum gesagt habe, fast das Gleiche. Aber das sollte nicht zu viel davon gegeben werden. Nur ein bisschen. Nicht zu viel. Als Leckerli reicht es. Oder mischen in dem Hundefutter. Das können wir auch machen. Aber so viel ist nicht gut. Das gäbe ich eigentlich fast gar nicht mal gut. Eigentlich gar nicht gäbe ich das eigentlich. Ich habe, weil das lasse ich immer für, wenn ein Besuch da sind. Also von meinem Nachbar gebe ich manchmal ein bisschen davon. Aber von meinem Hund gebe ich es nicht. Was nicht gesund ist, ist diese Teile da. Das sind so Farbstoffe und so drin. Das würde ich euch nicht empfehlen, weil das ist nicht gesund. Das habe ich nur geschenkt bekommen. Aber ich gebe es niemandem, weil das ist nämlich nicht gut, weil es ist Farbstoffe drinnen. Und sehr viel Zucker. Ich möchte mal dazu, was Hunde überhaupt nicht fressen dürfen, ist Käse, egal welcher Käse, Emmentaler oder sonst was. Käse ist nicht gut für Hunde. Weil das ist nämlich nicht gut für die Nase, weil wenn man die Hunde nämlich Käse geben tut, das habe ich auch schon gelernt, dann funktioniert der Riecher nicht mehr richtig von dem Hund und das ist nicht gut, weil die brauchen die Nase. Und das ist einfach nicht gut, wenn man den Käse gibt. Egal ob Stinkekäse oder normale Käse, das sollte man überhaupt nicht geben, weil das einfach nicht gut für die Hundenase ist. Das würde ich euch nicht empfehlen, dass ihr das macht. Weil Käse ist echt nicht schlecht für Hunde. Und dieser Käse Emmentaler, gerieben, solltet ihr auch auf keinen Fall nicht geben. Egal welcher Käse. Käse ist schädlich für die Nase von dem Hund. Auch wenn es mal alt ist, dann schmeißt es lieber weg, aber gibt es nicht den Hund. Jetzt kommen wir zum Joghurt. Pfirsichjoghurt, Erdbeerjoghurt, kein Milchproduktjoghurt sollte kein Hund bekommen. Weil Hunde dürfen keine Milchprodukte fressen. Außer man macht es laktosefrei. Aber sowas sollte man auch nicht geben, diese Joghurts. Weil das ist einfach nicht gut für den Hund und ist einfach sehr schädlich. Früher, wo ich klein war, habe ich mal meinen Hund, also wo ich 4 war oder so, habe ich immer die Reste vom Joghurt gegeben. Aber jetzt habe ich gelernt, sowas darf man nicht machen. Ich weiß es schon lang. Man soll auf keinen Fall Milchprodukte geben. Weil 4-Jährige wissen es ja nicht, dass man es nicht machen darf. Aber sowas ist echt schädlich. Manche wissen das nicht und geben immer den Hunde irgendwas. Die denken, der Hund ist ein Menschenrudeltier, das stimmt, aber was nicht stimmt, ist, dass man denen Sachen geben kann, was Menschen fressen. Das sollte man auf keinen Fall. Die haben ihr Futter, die haben ihr Leckerlis oder sowas. Aber sonst, weil eigentlich ist auch Fleisch auch nicht gesund für einen Hund. Schon, aber nicht, wenn man es kocht. Auch, also man sollte das auf keinen Fall roh geben oder gekocht. Man sollte ihnen eigentlich überhaupt nichts geben vom Tisch, weil auch wenn es ein Hund ist, Hunde stammen ja aus Wölfen. Und das ist halt nicht gut, als auch wenn die, weil die sind ja irgendwie ein Haus gewöhnt und nicht wie in der Wildnis draußen. Trotzdem, sobald die kriegen, weil mein Hund kriegt zum Beispiel die Scheiße rein, wenn sie, also dann scheißt die überall hin, wenn man denen vom Tisch was gibt. Deswegen sollte man es nicht so eigentlich so oft machen. Man kann es machen, aber wenn die es gewöhnt sind, dann darf man das. Wenn es von klein auf gewöhnt sind, darf man denen schon Fleisch geben und so. Aber nicht, wenn sie es nicht gewöhnt sind. Wenn sie es nicht gewöhnt sind, dann scheißen sie überall hin. Man muss das schon auf kleine Welpe schon beibringen, dass die vom Tisch fressen dürfen, die Reste. Aber
Nicht vom, also nicht, aber wenn sie jetzt älter sind, dann sollte man es nicht mehr machen. Weil das lernen die dann nicht, dass sie es fressen können, weil dann kriegen sie halt die Scheiße rein. Das hatten wir nämlich öfters, wo ich mal denen was gegeben habe, also meinen Hund. Zu Salami. Salami sollte auch auf keinen Fall. Jetzt habe ich halt nicht die passende Salami, deswegen habe ich gerade das genommen. Was noch ist, man darf auf keinen Fall Salami den Hund geben, weil das ist viel zu fettig und ist nicht gut für den Hund von dem Magen. Das sollte man auf keinen Fall geben, Fett. Weil es ist viel zu fettig und sollte nicht gegeben werden. Ich meine es nur gut, weil Fett ist nicht so gesund für einen Hund. Das Thema hatten wir schon mal, wo ich das mal gesagt habe. Und da haben die mir sogar recht gegeben. Mit dem Video. Das ist jetzt halt ein anderes Video, aber ich was halt so Hunde nicht fressen sollen. Was der Name sagt schon, Milchprodukte. Milchprodukte sollten die Hunde auf keinen Fall fressen. Was auch nicht gesund ist, manche Besitzer geben zum Beispiel ein Stück Würfelzucker. Das ist auch nicht gesund. Würfelzucker ist einfach schädlich. Überhaupt Zucker ist schädlich, sogar für Menschen. Aber Zucker dürften auf keinen Fall die Hunde fressen. Weil dann gehen die Zähne kaputt, weil die putzen ja auch gar nicht wirklich Zähne. Und das ist einfach richtig schädlich für den Hund. Ich habe jetzt leider keine Schokolade drin, aber ich wollte noch sagen, Schokolade ist auf alle Fälle nicht gesund. Wenn Hunde Schokolade fressen, egal ob es ein Stück ist oder sonst ein großes Stück oder ein kleines Stück ist, die Hunde werden davon blind. Das sollten die Hunde nicht fressen. Das ist einfach abnormal, das ist einfach ungesund. Das sollte man auf keinen Fall die Hunde zur Verfügung stellen. Weil Schokolade ist einfach schädlich, dann können die Hunde sterben und blind und aus ist es. Das wollt ihr ja nicht von euren Haus, für ein euer Haustier. Weil manche geben nämlich Schokolade, habe ich schon mal gesehen, und das ist überhaupt nicht gesund. Sometimes we forget why we're here. It's easy to fall off track. These help us remember. These battle scars don't look like the faded. Don't look like they're ever gone away. They ain't never gonna change. These battles. Growing up, I had a dream, something no one else could see. Tell me what it means when your faith is falling beneath your knees and you can't breathe. Everything you see reminds you of what you're not or something you won't be. You gotta take what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians or choose to be an accountant because it's safe in a business. Not because they wanna do it, just because they heard it pays. And who the fuck wants to be poor knowing that's how.
Thank you.